Mac Hornhaut, der Mann, der Barfußfunken schlägt. Oh, nerv mir nicht. Was hast du denn vor? Du, ich bin jetzt in den Taubenzuchtverein gegangen hier. Und ich hab jetzt vor, ein Taubenhaus dahin zu bauen. Was kannst du, blöde Franzi? Dann sieht man, dass das ein Postkasten ist. Und dann werde ich den da ranbringen und da könnt ihr dir Briefe reinschmeißen. Will ich dir sagen, das wird heute ein ganz kurzes Video, weil ich hab den Arsch vom Vorstand wieder aufgekriegt. Volvo ist auf dem Hauptplatz und machen mir Leben schwer. Das wird heute kein großes Talala, das Ding kommt ran und fertig. Oh. Sperr den Ding dahingestellt! Was kann man da denn gegen? Ja, weil ich nach vorne geguckt habe, das Ding stand ja auch da hinten erst. Weil du wieder blöde Fragen stellst. Du weißt ja, mir ist Präsident von den neuen gegründeten Förderverein. Wir haben Förderverein gegründet und Udo ist der erste Vorsitzende. Präsident! Als Präsident hat mir die große Aufgabe, Postkassen anzubringen. Den solltest du aber schon vor 3 Monaten aufbringen. Hey, einen Moment, denn. Das stimmt nicht. Jawohl. Da hast du immer wieder verzögert, weil der zweite nicht da war. Weil wir wollen nämlich einheitliche Postkassen anbringen. Soll alles vernünftig aussehen, das geht hier nicht, ja, mit Taube Rühm. Was guck, denn jetzt? Guck dir mal den Postkasten an. Ja, jetzt Postkasten. Guck dir mal den Postkasten an. Ja, der soll dann wieder runter, da kommt ja noch einer dran. Bin ich hier vom Blöden aus dem Verein hier umgehen oder was? Du, ihr weißt genau, was hier vorgeht. Wenn ich den jetzt ranbringe, kommt der erste um die Ecke und sagt, wieso sind da zwei verschiedene? Das weiß ich genau wieder. Der hat nämlich richtig Ärger gekriegt vom Vorstand, weil wegen dem Maulwurf. Und jetzt ganz ehrlich, das ist jetzt, da kann man nichts dran machen, aber der Nachbar, der baut da neu und der hat Erdarbeiten gemacht. Jetzt kommen die ganzen Maulwürfe rüber und suchen neue Heimatstätte. So, und das ist unser Sportplatz. Überall Hügel, einen ganzen Eckfahren da, eine Ecke, alles voll. Meinst, was da eine Arbeit ist? Mir darf sich das wieder anhören vom Vorstand. Der kommt nicht an. Du hast doch vorhin gesagt, der wird abgenommen. Nein. Ja klar hast du das gesagt. Ja, der soll ja wieder runter, da kommt ja noch einer dran. Wir müssen Postkasten haben für Suchtstiefelde und einen für den Förderverein. Denkst du, mir ist blöd? Du Gulaschhals hast aber gesagt, dass der Postkasten abkommt. Der kommt nicht ab. Ich hab zu dir gesagt, ich hab noch einen zweiten bestellt. Der soll baugleich sein. Weil das ist von Suchtstiefelde und das ist vom Förderverein. Kapierst du das nicht? Ich könnte mich schon wieder dermaßen aufregen. Ich wollte nur einen kurzen Postkasten anbringen. Und jetzt bin ich schon wieder mit ihr an diskutieren, als wenn ich einen Doktortitel mache. Was für einen Doktortitel machst du denn? Doktor der Postkassensolophysie. Das ist doch wahr mit dir. Langsam reiz. Ich will nur den Postkasten anbringen. Bin ich schon wieder 10 Minuten an dir philosophisieren. Wieso ich den Postkasten nicht dran mache? Mach doch den dran. Oder lass den. Warum bleibt der dran? Der zweite ist noch nicht da, Wilke. Und wenn der zweite noch nicht da ist, bleibt der alte erst dran. Das ist für Suchtstiefelde. Und das ist für den Förderverein. Wirst du es jetzt kapieren? Und wo willst du den Postkasten jetzt hinhängen? Oben am Flutlicht. Dass der Postbote da von unten nach oben hinklettern kann und da die Briefe rein. Natürlich an der Wand. Mann, ist das hier blöd, ey. Wo willst du hin? Ich gehe jetzt da hin und hole mein Jetlag. Und flieg nach oben und bohr die Löcher mal vor. Was? Natürlich muss ich so sagen, um das da dran zu bringen. Was holst du? Jetlag. Ich dreh hier am Schnitzel. Was holst du? Jetlag. Das heißt Jetpack. Ja, dann Jetpack. Jetlag hast du nach dem Flug. Oh, Wilke, weißt du was? Lass es. Udo, Vorsicht, da liegt ein Jetlag. Erklärreiche Videos. Also erkläre ich jetzt, was ich dazu brauche. Lehrreiche Videos. Ja, hab ich. So, pass auf. Wasserwaage. Nein, du musst doch erklären, was du vorhast. Das habe ich doch schon 10-mal im Postkasten anbringen. Das ist doch wohl nicht wahr mit dir jetzt, oder? So, damit der Postkasten jetzt ordnungsgemäß aufhängen kann, brauche ich eine Wasserwaage, einen Zollstock, Bleistift. Der ist ja nicht mal angespitzt. Bohrhammer. Was ist der, Digga? Der ist nicht angespitzt. Da ist ein... Oh, ich krieg den... Was meinst du eigentlich, dass ich nichts hier habe? Ich werde hier noch zum Elch, ey. Ich habe mir eigentlich nur vorgenommen, erklärreiche Videos zu machen, dass der Zuschauer das kapiert und das man lernen kann. Was kapiert? Dass ich einen Postkasten anbringe. Eigentlich wollte ich ja wirklich nur Zuschauer was lernen. Da gibt es doch bestimmt einen, der auch genauso ein Hohlkörper-Dinosaurier wie du bist, das auch nicht kapiert. Was kapiert? Postkasten anbringe. Du willst mich jetzt nicht verarschen. Jetzt ganz ehrlich, noch eine dumme Frage. Dann hau ich dir die Wasserwaage so lang auf den Kopf, dass deine Silhouette ist. Was? Eine Silhouette, das sag ich dir. Jetzt reizt mich. Oh, jetzt nehmen wir das mit und bringen den Postkasten an. Ich bin hier schon wieder viel zu lange mit dir hier diskutieren. Das ist das kürzeste Video, sagte Udo eben. Und jetzt? Schon wieder Viertelstunde. Wie lange ist das hier am Gang? Willst du, dass ich das eher dokumentarisch filme oder... Also das... Film ein!
einfach, ich bringe das Ding jetzt an und dann ist das gut. Aber wie stellst du dir die Aufnahmen vor? Soll das eher dokumentarisch aussehen oder? Wilke, ob du Ducke de Mann hast oder? Erklär den Zuschauern, was du machst, Udo. Ich habe jetzt gerade meine Spardose rausgeholt. Will ja jetzt Geld gleich rausholen, weil ich gleich zum Kiosk will und mir eine gemischte Tüte Süßigkeiten holen will. Du willst nur den Vorstand anbringen, aber du bringst mich komplett aus dem Konzept und aus dem Wahnsinn. So, liebe Zuschauer, das ist einfach ein herkömmlicher Postkasten. Welches Material ist der? Der ist bestimmt aus Gummi. Das ist Metall, das hörst du doch. Zum Glück und singet ne Joa. Hier, weil das ja aus Gummi ist, ist mir das jetzt passiert, hat mich gestoßen. Stellst du dir für eine Aufnahme vor, Udo? Ganz ehrlich, ich komme jetzt in Zeitlupe angelaufen. Ich möchte das ganz in Schwarz-Weiß. Ja? Richtig in Schwarz-Weiß. Ich will jetzt den Podcast anbringen. Und jetzt hör jetzt endlich bitte auf mit solchen dummen Fragen. Es regnet auch noch. Komm doch in den Postkasten, kommst hinten um die Ecke gelaufen. Ich filme das in Schwarz-Weiß. Nein, das will ich jetzt nicht. Geht er weg, ich hab keine Zeit. Mann, Mann. Es regnet auch noch, ich kann hier wahnsinnig werden. 18,5 sind die auseinander. Wofür steht das 18,5? Die Bohrlöcher auseinander. 18,5. Ich dachte, du willst ihn am Flutlicht anbringen. Wicket, jetzt reicht. Wieso hängst du denn jetzt denn da auf? Da hängt doch schon einer. Nein, ich mess nur die Höhe, dass ich die Höhe auch da glatt hab. Ich kenn das doch von dir wieder. Wenn der. Oh, der hängt aber nicht gleich mit den anderen. Ich kenn dich doch langsam. Was machst du da? Ich mal da jetzt Mona Lisa Bild hin. Wonach sieht's aus? Nach einem einfachen Bleistiftstift. Strich. 18,5. So, 20, da ist 18. So. So. Wir haben jetzt zwei Löcher rein und dann können wir Postkassen anschrauben. Wie gesagt, was fällt dir auf? Weiß ich nicht. Es regnet. Ich hätte schon 100 Postkassen anbringen. Wir sind so lange am Quatschen hier, dass ich noch nicht mal Ei dran habe. Du wolltest doch erklären, was du machst. Also ich habe jetzt zwei Löcher gebohrt, weil danach ein Bienenschwamm zu Besuch kommt. Ich könnte das dann einsetzen. Das sind zwei Löcher für zwei Schrauben, dass ich den Postkasten dann ranschrauben kann. Du wolltest die Videos aber doch lehrreich gestalten. Das hat ja, aber doch mal erklärt doch seine Arbeitsschritte. Ja, gut. Liebe Leute, ich habe jetzt zwei Löcher gebohrt, um Dübels reinzusetzen, dass ich den Postkasten gleich anschrauben kann. So, liebe Zuschauer, jetzt ein Dübel rein. Passt doch nicht ganz, ich hab keinen Hammer hier, mach ich das so. Fertig. Aber kalt, Udo. Ja! Muss doch, wir hätten hier jetzt zehnmal ran haben können. Guck mal, Udo, ein Vogel! Ich hab keine Zeit für Vögel. So, und jetzt schraube ich den Postkasten hier dran. Was ist da drin? Ja, das soll ein Gehörbuch sein. Da ist ein Postkasten, da ist doch nichts drin. Ich habe jetzt gerade Fotos von dir gemacht, in der Zeit... Hängt dir! So schnell geht das. Und wenn du nicht so viel gedrängelt hättest und nicht so ein Blödsinn alles gemacht hättest, hätte ich den da 10 Sekunden, dann hätte ich da noch einen gehabt und hätte vielleicht auch noch oben ein Flutlichtmaß eingehabt. Hier ist das ja immer so, als wenn du hier ein halbes Jahr für einen Postkasten... Meinst du auch, warum mir jetzt blöd war? Nee, Udo ist handwerklich begabt. Mir baut Schiffe schon seit über 30 Jahren und dann willst du mir erklären, wie ein Postkasten aufgehängt wird, oder was? So, liebe Zuschauer, klappt jetzt besser mit meinen Leerleichen-Videos. Leerleichen? Willst du mal von vorne auf sagen? Ja. Ist an. Liebe Zuschauer, das bringt schon was. Also die Nein, du hast doch ganz anders angefangen. Ja, liebe Zuschauer, mir will jetzt nur noch lehrreiche Videos vorstellen. Und das habe ich wirklich gut hingekriegt. Da könnt ihr alle, wenn ihr davon überzeugt seid, dass es wirklich gut ist, einen Daumen nach oben. In den Kommentaren. In die Kommentare. In die Kommentare. Und das werde ich in 100 Jahren noch nicht schaffen. Liebe Zuschauer. Oh. Liebe Zuschauer. Dann mach doch mal von vorne. So, liebe Zuschauer. Wilke, hör auf. Postkasten ist angebracht. Teilt das so oft, wie es geht, in Facebook. Und danach müssen wir uns jetzt wirklich Gedanken machen, wie das mit dem Sportplatz weitergeht. Weil wir müssen die Maulwurfplage in den Griff kriegen. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Ich habe keinen Bock mehr. Wo willst du hin?
da wo es nicht regnet. Eigentlich wollte ich nach Hause gehen. Ja. Jetzt gucke ich von hier. Oh. Wegen dem alten Häuschen. Ja, aber da hättest du trotzdem noch ein bisschen niedriger hängen können. Dann wäre das doch eine Höhe gewesen. Dann wäre der Schlitz aber noch zu tief gewesen. Mach die Scheiße aus. Wilfried, sag du denn was zu? Bist du bescheuert oder was? Ja, Höhe hat er ja richtig gemacht, bloß hat das Häuschen nicht mitgerechnet. Ihr habt keine Zeit für Udo, wir müssen Neues machen. Oh, Wilke, alles neu. Was musst du sagen? Weiß ich nicht. Outro. Ja, was soll ich denn sagen? Liebe Zuschauer, mir hat keine Zeit für diese Scheiße hier. Ich muss mähen. Aber trotzdem, wenn euch das Video gefallen hat und unsere Kanäle, geht da rauf in YouTube. YouTube. War doch richtig. Facebook und Instagram. Und abonniert uns, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Tschüss.